Freunde, willkommen zurück zu den drei Fragezeichen, den Detektiven hier beim Fall mit den, ja, den Plänen der Chamäleon-Bande. Ja, die Chamäleon-Bande hat Pläne. Und wir sind aber noch hier bei Leslie Jeder im Bookshop. Jeder darf nur einen Gutschein einlösen. Eine Übertragung ist nicht möglich. Wenn jemand schummelt, macht es in meinem Denkstübchen gleich klicke-die-klicke-die-klick. Gut, und in diesem Sinne gehen wir rüber und gucken, ob Kelly wieder da ist. Denn wir haben ja noch so ein halbes Date am Laufen. Ich hoffe, Kelly kommt wieder. Ja, sie ist nicht da. Aber jetzt habe ich doch hier schon unser Geschenk eingepackt. Wenn ich das Wort Karaoke nur lese, verknoten sich sämtliche Stimmbänder. Vielleicht müssen wir für Kelly singen, das wäre doch auch was. Einfach so ein schöner romantischer einen rausschmettern. So. Ja gut, jetzt habe ich das. Das ist das für... Ach so, wir müssen das ja für unseren Bengelboy auch Mein Bedarf auch noch ist für heute gedeckt. Hier dein Buch. Was ist das? Ja. Jetzt kannst du die Lektüre zu Hause abschließen und hast Zeit, um deinen eigenen Gutschein zu gewinnen. Danke, Petey. Aber wenn ich dir das Wasser reichen will, dann lieber an einem echten Strand. Ja, jetzt legst du es dahin. Ich bin zur Stelle, wenn Kelly wieder gut mit dir ist. Wieso bist du denn zur Stelle? Für was? Für was? Ja, habe ich ihm doch gerade hier verdient, habe ich ihm das gewonnen. Und jetzt legt das dann nur so lieblos neben sich dort auf den... Kelly. Oh, hallo, Peter. Kelly. Hallo, Kelly. Setz dich doch jetzt bitte mal hin, Peter. Bitte. Du hattest dein Buch liegen lassen. Und sieh mal, ich habe dir zwei Neuerscheinungen besorgt. Fortsetzung folgt? Oh, Peter, wie aufmerksam von dir. Hattest du Hilfe bei der Auswahl? Du bist doch schon überfordert, wenn ich dir mal einen Schlips verpassen will. Leslie vom Booksmith war so freundlich. Und Jeffrey hat mir auch geholfen. Jeffrey, natürlich. Wie konnten wir den vergessen? Und wie passt deine neue Freundin ins Bild? Heidi? Oh Gott. Heidi? Heidi Cutler? Oh Gott. Wie kommst du jetzt auf die? Wirf einen Blick auf mein Handy und sieh dir an, welchen Narren Heidi an dir und deinem Beachboy gefressen hat. Gott, Heidi, ich dachte, wir wären sie los, aber wir waren sie noch nie so nicht los. In welchen Aufnahmen bin ich mit Jeffrey zu sehen? Hier. Hä, das bin ich, oder was? Hä? Ja, da oben bestimmt auch, oder? Da waren wir waren doch aber gar nicht am Strand beim Surfen. Nee, da nicht. Ja, hier. Nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ich hab's doch schon rausgesucht. Also, ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ach so, da geht's noch weiter. Okay, ja. Wie er einfach verpixelt ist. Aber ganz schöne Weißhaut hier, ey. Unser lieber Petey. Gut, aber woher wusste ich denn jetzt, dass es noch weitergeht irgendwo? Ah ja. Ja, interessantes. Was machen die denn da? Hä? Ja, die beiden, da stimmt aber auch irgendwas nicht hier mit den Zweien. Was ist da hier? Oh Gott. Wie weit ist sie denn weg, als sie es fotografiert? Wie crazy ist das denn? Hard Stalker-mäßig. Oh, sind sie da kuscheln am Strand, die beiden? Ja. Ja, Leute, das gibt dieser ganzen Geschichte. Wir hatten das ja in den letzten Kommentaren schon mal so ein bisschen besprochen. Also, die haben halt eine gute Männerfreundschaft, oder? Würde ich mal sagen. Da gibt es halt keine Tabus, ne? Da ist halt alles möglich. So. Sind sie schön im Schwimmen hier, die beiden, ne? Schön. Wieder ganz verliebt. Das ist natürlich ein Spaß meinerseits. Da spielen sie jetzt ein bisschen Beach, ein bisschen Volleyball hier. Aber ich finde es halt auch gut, dass sie halt den ganzen Strand so nutzen. Sie bleiben nicht die ganze Zeit an einer Stelle, sondern sie sind halt überall mal. Ne? Sie wandern so
um den Strand herum. Überall trifft man sie an, ja. Hatten wir auch schon. Da geht es nur nach unten. Da am Strand hatten wir sie schon, da hatten wir sie auch schon. Okay, da geht es nicht mehr weiter. Da hatten wir sie auch schon. Wo können sie noch sein? Hier geht es nicht mehr weiter. Oder doch? Nee, ne? Wir müssen eigentlich... Gibt es immer den einen, wo wir hinzoomen können? Da hatten wir sie nirgendwo gesehen. Oder verstecken sie sich irgendwo in irgendeiner Konstellation? Da waren wir am Anfang hier, ne? Da waren wir ganz am Anfang. Okay. Ah, da. Hier, oder? Sind sie da nicht auch drauf? Mit den Wasserpistolen? Ja, natürlich. Natürlich, Leute. Okay. Wo hatten wir sie noch nicht entdeckt? Da sind sie auf jeden Fall. Da sind sie auf jeden Fall. Da haben wir sie schon im Wasser entdeckt. Da haben wir sie im Wasser entdeckt. Noch irgendwie? Nee, ne? Ich kann immer nur eins zur Seite. Da haben wir sie schon entdeckt. Da haben wir sie schon entdeckt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt... Also ich kann nicht so gut navigieren irgendwie. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, wo ich hin will. Da waren sie nämlich auch schon. Da habe ich sie schon. Ich erkenne sie auch sonst nirgendwo. Hat man sie so ein bisschen erahnen können hier, weil da noch so Flecken drin sind. Da sind sie sich am Einschmieren. Das mit dem, also du kannst immer nur so bestimmte Raster auswählen, die du reinzoomen kannst. Und von da aus musst du dich dann bewegen. Das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Genau, und den kann ich dann rein. Und dann kann ich von da aus, kann ich mich dann irgendwie bewegen oder so. Ein bisschen komisch, wenn ich das mal so sagen darf. Gut, eins fehlt noch. Ah, da am Surferhaus. Okay. Hätte ich vorhin schon mal probiert. Naja. Du und Jeffrey seid wirklich unzertrennlich. Oder dachtest du, ich erkenne dich nicht, auch wenn diese Heidi dich Tag für Tag verpixelt hat? Da muss eine Drohne im Spiel gewesen sein. Wir haben nichts bemerkt. Heidi hat schon Justus übel mitgespielt. Sie interessiert sich brennend für die drei Fragezeichen. Und das lasst ihr euch gefallen? In ihrem Blog schreibt euer Fan, dass sie die Verpixelung aufheben will, sobald sie genug Follower hat. Das ist ziemlich unverfroren und beängstigend. Ja. Die sind ziemlich harter Stalker, ist die, ne? Aber ja, Kelly, schön, dass du dir Gedanken kannst. Du mir vielleicht, können wir da vielleicht irgendwie, vielleicht wollen wir da irgendwie zusammen vorgehen. Hab keine Angst, Kelly. Oder so. Ich befürchte nur, dass Heidi sogar uns beiden nachstellen könnte. Das denke ich mir auch. Heidis Follower sind ganz wild auf neues Material. Ihre Zahl steigt stetig. Wie klein dieses Telefon ist. Das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Lass dir nichts anmerken. Ich sehe mich um und berichte. Okay. Die ist bestimmt hier drinne. Justus, zwei Dumme, ein Gedanke. Ich würde eher vom Mysterium der mentalen Anziehung sprechen, Zweiter. Im Grunde aber geht es um kognitive Prozesse. Wir sollten ein andermal über unsere Informationsverarbeitungsprozesse reden, Just. Obwohl ich tatsächlich Neuigkeiten habe. Donnerwetter. Nun, ich wollte mitteilen, dass weder Sandler noch Mrs. Andrews Näheres über den Stand bei Bob wissen. Offenbar gibt es Kommunikationsprobleme. Hast du gesehen, dass Heidi mich und Jeffrey in ihrem Blog bloßstellt? Es gibt für mich sogar ein Pixelfrei-Ultimatum. Ich habe ihre aktualisierte Seite vor mir. Unglaublich. Zu dumm, dass mir die Hände gebunden sind. Wieso? Wenn wir Heidi auf frischer Tat ertappen, geige ich ihr die Meinung. Es würde mich nicht wundern, wenn sie sich auch noch an Kelly ranschmeißt. Dein Eifer könnte sich als Boomerang erweisen. Im eigenen Interesse plädiere ich für die Aurea Mediocritas. Den
goldenen Mittelweg, also einen Kompromiss willst du? Weshalb? Sie ist im Unrecht, wir im Recht. Oder verschweigst du uns etwas? Meinetwegen, halte nach ihr Ausschau. Aber ich gebe zu bedenken, Übermut tut selten gut. Na bitte. Die Investition in das Büchlein hat sich gelohnt. So handsam habe ich just lange nicht erlebt. Also, gibt es Hinweise auf Heidis Anwesenheit? Wir gucken erstmal, da sieht es ja lecker nach Pizza aus. Lass dir nichts anmerken. Ich sehe mich um und berichte. Naja, okay, dann gucken wir mal, ob irgendwo Heidi was hier. Leute, ey. Oh, was boy. Zum Geier? Na? Süß. Mir tun alle leid, die sich zum Schiefsingen nötigen lassen. Okay. Italian Bastamo. Sei. Okay, ist hier irgendwas von Heidi's Pasta? No. Oui, oui. Sisi. No, no. Falsche Sprache. So, okay. Ah, komm. Oh, no. Ein grüner That's our car. Der war noch nicht da, als ich kam. Wie sie einfach einparkt. Wie sie einfach auch, wie so ein dreister Arsch, einfach den Lieferwagen einparkt. Könnte ja sein, dass der raus muss. Das gehört einkassiert. Heidi's Welt der drei Fragezeichen. Heidi's DDF.blog. Ey, die ist schon super freaky, ey, Alter. Das kann alles ich über nicht die drei so Fragezeichen. Stehen lassen. So. Pizza. Jetzt ist mir wohler. Das ist ja voll abgefahren hier, ey. Das ist ja total gruselig. Und hier bestimmt auch da drin. Sowohl Kelly als auch Jeffrey macht mit mir gern eine Spritztour. Warum sollte das nicht zu dritt möglich sein? Da ist ein Foto drin von Heidi. Die ein ja auch grüner mitkommen. Geist? Was verflixt noch eins verschweigt uns, Justus? Was hat Justus diesen Sommer getan? Wegen ihrem angeblichen Taschenlampendiebstahl oder what? Das wäre ja absolut freaky. Das gehört einkassiert. Oh Gott. Das ist hart anstrengend. Ach Gott, hier auch bestimmt überall, ne? Himmel! So überrascht? Ach, komm schon, als ob. Es gab noch einen Gewinner? Eine Gewinnerin. Mit strammen Waden und einem lauten Mundwerk. Allerdings hat sie ihren Gutschein noch nicht abgeholt. Ich sag's ja, Frauenpower. Ja, meinetwegen. Hat er sie nicht gesehen? Kannst Hast du eine nicht kräftige Heidi junge machen? Frau gesehen? Ländlicher Typ, blond und nicht gerade schüchtern? Klar, neulich, bei Farmer sucht Frau. Im Ernst, sie kam mir vor kurzem entgegen, als ich mich vorne im Laden umsah. Sie grinste wie ein Honigkuchenpferd. Besser, du bleibst bei deiner Kelly. Die Dame heißt Heidi und hat sich mit unserem Justus angelegt. Trau ihr nicht über den Weg. Ich bin zur Stelle, wenn Kelly wieder gut mit dir ist. Ah, die muss doch jetzt gerade hier gewesen sein. Jetzt eben gerade vor 5 Minuten. Mein lieber kleiner Nicht-Aufmerksamer. Mein Bedarf ist für heute gedeckt. Bester Kumpel, in Anführungszeichen. Okay. Mein Bedarf ist für heute gedeckt. Na gut, na gut. So, hier noch irgendwelche drei Fragezeichen. Heidi ist wirklich eine, die allen und allem ihren Stempel aufdrückt. Ist ja furchtbar, das ist ja auch Sachbeschädigung, was die hier macht, ne, die Alte. Muss man jetzt schon mal so sagen, ne, wenn das mal so sagen darf, dann muss man das auch schon mal machen. Gut, was haben wir hier? Hier, irgendwas von Heidis Superblog? Nope. Eins brauchen wir noch, ne, Leute. Einen Heidi-Tipp. Vielleicht irgendwo... Ich sag's ja, Frauenpower. Du, sei mal nicht so, schließ dich immer nicht gut mit dir. Das ist keine gute Idee. Lass dir nichts anmerken. Okay, Kelly lässt dir nichts anmerken. Ich dachte, man sieht vielleicht in so einem Bild oder so, ja, diese gruselige Reflexion von Heidi. Das ist doch nein, sie steht genau hinter uns. Hier ist noch eine Tür. Ah, da geht's noch raus. Okay.
Da oben vielleicht? Jetzt auf den ersten Blick nicht. Das ist wieder ein ganz, ganz trickiges Ding hier. Habe ich noch irgendwo nicht hingeklickert? Kann das vielleicht sein? Ein grüner Beetle. Irgendwo. Der war nicht wahr. Da im Bücherregal hatte ich jetzt noch nichts gefunden. Das war das einzige. You and Me. Dieses Buch, ja. Aber da war noch nichts. Da war noch nichts. Da drüben auf der rechten Seite. Da sehe ich jetzt auch nichts. Ich dachte, sie macht so eine Schmiererei an die Wand oder sowas. So eine krasse vandalisierende Vandalismusaktion. Aber hat sie nicht. Hier hat sie nur das eine Buch vandalisiert. Das reicht ja auch schon. Und hier innen, da hatte ich jetzt noch kein Vandale-Buch gesehen. Aber das kann ja noch werden, nicht wahr? Oder sie hat hier die Finger aus dem Spiel gelassen. Auch möglich. Dann hätte ich doch aber noch was anderes sehen müssen. Vielleicht über mein Bedarf, ja mein Bedarf. Zeit. Bei ihm vielleicht? Irgendwas mit den drei Fragezeichen? Ich bin zur Stelle, wenn Kelly wieder gut mit dir ist. Na gut, aber du passt auf, dass hier nichts passiert, ne? Burschi? Das sind nur die Haie? Sonst nichts. Tudulü. Da links können wir nicht reinklicken. Was ja nicht heißt, dass da nichts sein kann, ne? Da irgendwo in den Büchern versteckelt. Da ist auch reingeschmuggelt irgendwo. Da brauchen wir so einen Scan. Scan-Blick braucht man da. So, und bei Leslie? War da noch irgendwas im Eck? Oder so? Ich sag's ja. Frauenpower. Da ist die Volume 5. Guck mal, die war doch noch beim letzten Mal da in dem anderen drin. Aber warte mal, die alte Kasse? Nicht? Dass sie da irgendwie so einen Zettel sich schon mal reingecashed hat. Okay, hier im Auto vielleicht noch. Irgendwo versteckt noch ein Hinweis hier in den... Gut, dann hat sie jetzt bei unserem Auto, bei Jeffreys Auto, da hat sie was gemacht. Dann hier war sie fertig, soweit ich weiß. Innen vielleicht noch. Ich ging ja fest davon aus, dass hier bei der Karaoke-Bar irgendwas nicht passt, gell? Dass hier mir tun alle leid, die sich zum Schiefsingen nötigen lassen. Irgendwas beim Karaoke, aber dann hätte man sie gesehen eigentlich. Viel krasser triggert mich, dass unsere Pizza ja jetzt ganz kalt wird und Kelly dann noch nicht anfängt zu essen, weil wir uns jetzt ein bisschen umsehen müssen, ob wir noch irgendwas entdecken von der alten Stalkerella hier. Aber es sieht momentan nicht so aus. Es sieht nicht danach aus. Das ist bislang das neueste Foto. Oh, wow. Oh mein Gott. Oh, Peter, wenn sie hier wirklich herumschleicht. Ich fühle mich schrecklich beobachtet. Ich wünschte, wir könnten sie auf frischer Tat ertappen und ihr den Kopf waschen. Kelly, das ist eine hervorragende Idee. Wir stellen ihr eine Falle. Nur, womit schaffen wir die nötige Aufmerksamkeit, damit sie anbeißt? Heidi hat eine Frage gepostet. Für wen wird sich ein gewisses Fragezeichen entscheiden? Für mich oder für Jeffrey? Sie treibt einen Keil zwischen uns. Könnte ich Jeffrey leiden, ließe ich eine dritte Pizza kommen. Ach, Kelly, ich glaube, ich werde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen müssen. Wir brauchen Jeffreys Unterstützung. Wir holen Jeffrey hierher, oder was? Komm rüber, schnell. Pizza, aber nicht, dass Kelly dann weg ist. Diese Heidi folgt dir, mir und nun auch Kelly. Wir drei stellen ihr eine Falle und veranstalten ein Happening, dem sie nicht widerstehen wird. Was schwebt dir vor? Karaoke. Nicht wirklich, eher ein eigenes Duett für Kelly. Auf meinem Handy habe ich ein paar nette Rhythmen. Wir improvisieren und schlagen dann zu. Ein Duett? Ah, sehr gut. Wir beide vor und für Kelly? Mir ist diese Heidi egal. Ich habe nichts zu verbergen. Ey, das ist so typisch.
Jetzt mach halt einfach mit, Junge. Wir sehen uns jetzt dann beim nächsten Mal, Leute. Ob das ein krasses Duett wird mit Jeffrey und Petey, ne? Für Kelly.